Ich habe in letzter Zeit so viele Anfragen von euch bekommen, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie ich meinen Ass Kleiderschlange gemacht habe. Und ich kann euch es leider nicht zeigen, weil ich ja schon eine habe und aktuell nicht noch eine brauche. Und deswegen möchte ich nicht noch eine machen. Aber ich kann es euch ganz einfach und simpel erklären und ich garantiere euch, ihr werdet es verstehen und braucht dazu eigentlich gar keine riesengroße Anleitung, weil das sowas von simpel und easy durchzuführen ist. Also im Grunde genommen ist das alles sehr einfach und selbsterklärend. Ihr braucht ein Material: zwei Dübel, zwei Ösenschrauben mit Holzgewinde, ein Seil und natürlich euren Ast. Beim Ast finde ich das wichtig, dass der keine Rinde hat, weil er ansonsten mit der Zeit immer so ein bisschen Riesel vom Ast auf eure Kleidung bekommt, dadurch, dass die Rinde sich abreibt durch das Aufhängen und Abnehmen der Kleiderbügel. Und ich finde auch wichtig, dass der Ast relativ gerade ist, weil ihr ansonsten solche Stellen drin habt wie hier und da könnt ihr halt sehr schlecht Kleiderbügel irgendwie hinhängen, weil, ne, die rutschen halt immer wieder runter. Und ich habe auch so ein bisschen darauf geachtet, dass er in dieser Richtung auch recht gerade ist und nicht so, ja, so schlangenartig. Was auch wichtig ist, ist der Durchmesser vom Ast. Da müssen natürlich eure Kleiderbügel mit dem Haken auch drumrum passen. Also darf er nicht zu dick sein. Und dann bohrst du zwei Löcher in die Decke, steckst in diese Löcher deine Dübel rein und drehst die Ösenschrauben dort rein. Dann fädelst du das Seil durch die Ösenschrauben hindurch und das habe ich tatsächlich nicht einfach so gemacht, dass ich hier mit dem Seil gekommen bin und das Seil dadurch einfach nur einmal gemacht habe und da hinten auch wieder nur einmal durch und dann runter und dann fest, sondern ich bin hochgegangen, habe dann das Seil durchgesteckt, nochmal unter die Schraube drunter hergezogen und dann wieder weiter, damit ich quasi ein bisschen mehr Stabilität habe und die Astkleiderstange nicht direkt verrutscht, wenn hier zum Beispiel weniger Gewicht ist als da hinten. Dann bleibt die halt immer noch stabil, weil hier und dort eben an den Ösen Widerstand ist. Genau. Ja, und dann knotet ihr euren Ast daran fest und den Rest des Seiles habe ich hier noch so ein bisschen spielerisch verknotet, weil ich das nicht abschneiden wollte. Weil man kann es ja vielleicht dann irgendwann nochmal, wenn man doch keine Kleiderstange mehr haben will oder eine längere oder was weiß ich, dann nochmal anders wiederverwenden. Wenn ihr die Kleiderstange nachgemacht habt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen, schickt mir ein Bild, taggt mich auf Instagram und dann schaue ich mir das Ganze mal an. Ich bin echt gespannt, wie ihr die Idee so umsetzt. Und jo, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mm-hmm.